Was geht? Ich bin Sören und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute zeige ich euch drei kleine Tricks und Glitches, mit denen ihr nicht nur lustige Sachen machen könnt, sondern die auch durchaus nützlich sein können. Ich würde sagen, wir kommen zur Nummer 1. Für den ersten Trick suchen wir uns erstmal eine wunderbare Wiese aus, zum Beispiel hier mit diesen wunderschönen Blumen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier einen Dispenser in den Boden stecken, einen Spender meine ich. Und das Ganze bewirkt übrigens, dass ihr Rüstung automatisch anziehen könnt. Das heißt, ihr müsst nur einen Hebel mehrmals drücken und dann zieht die Rüstung an. Und wenn ihr es ein bisschen umbaut, dafür gibt es auch einen Kanal in der Beschreibung, von dem ich das ursprünglich habe. Da zeigt er euch, wie man das macht, dass das komplett ohne mehrmals drücken, sondern nur mit einem Klick geht. Aber ich zeige es euch so und irgendwie spackt gerade Minecraft. Merkt man das? So ein bisschen, ne? So, auf jeden Fall, wenn wir das, diese kleine Minimaschine gebaut haben, die jetzt hier auch schon fleißig arbeitet, wenn wir jetzt hier draufklicken würden, füllen wir jetzt auf mit den Sachen, die wir anziehen wollen, beziehungsweise die wir gleich zum Kämpfen im Inventar haben wollen, stellen uns dann auf diesen Dispenser und drücken mehrmals diesen Knopf. Ups. Wenn ich doch nur die richtige Maschine gemeint hätte, ich meine natürlich diese Maschine hier, den Spender, auch wie ich schon gesagt, Werfer, wie ich schon gesagt habe, da stellen wir uns drauf. Klicken mehrmals und wenn wir jetzt gut geklickt haben und sehr toll sind in dem Ganzen, haben wir nicht nur das Schwert, nein, wenn wir unten gucken, haben wir diese Rüstung an, können jetzt sofort mit PvP loslegen, was natürlich ziemlich cool ist, gerade auf einer Survival-Welt und man will episch seine Sachen anziehen, dann ist das natürlich mega cool und dieses Schaf, das hat schon Angst vor uns. Der nächste Trick zeigt euch, wie ihr euch erfolgreich gegen TNT-Angriffe abwehren könnt, sodass TNT null Schaden macht. Und dafür bauen wir einfach mal was auf, denn mich will hier niemand angreifen. Wir setzen einmal ein TNT hier unten hin. Jetzt brauchen wir in unserem Inventar natürlich einen Amboss, den natürlich jeder in jeder Survival-Games-Runde dabei hat. Aber wir gehen einfach mal grundsätzlich davon aus, dass ihr gerade einen habt. Dann zünden wir das Ganze hier an und jetzt schmeißen wir einen Amboss drauf. Und wir sehen, dass nichts passiert. Wieso dieser Amboss blockiert das Ganze, die ganze Funktion? Wenn wir das weglassen, das machen wir jetzt einfach mal, dann passiert Folgendes. Und zwar wird es gleich einen Boom geben und hier fehlt die halbe Welt. Und oh, mit dem Amboss ist das nicht. Und übrigens, hier ist ein Texturbug. Guck mal, wenn ich jetzt TNT anzünde, ist hier ein Texturbug. Woo, TNT ist verdreht. Spaß. Woo. Für den letzten Glitch müssen wir dann auch noch hier in den Survival-Modus wechseln. Und wir brauchen einen Kugelfisch und einen goldenen Apfel. Ich habe von allen 64 und den müssen wir jetzt essen. Oh, wir haben nicht genug. Okay, wir müssen ein bisschen Leben verlieren. Ich meine, hier ein bisschen essen. Hunger bekommen. Oh so, und jetzt, wo wir Hunger bekommen, essen wir erst den Kugelfisch und vergiften uns. Und bevor wir verrecken, essen wir einen goldenen Apfel und passt auf. Double Time! Und wenn wir jetzt meinen Ton anmachen. Wow, damit können wir jetzt rumlaufen. Das ist wie eine Art Drogenmodus. Wir sind auf LSD. Irgendwie sind erstmal Sachen und guck mal, wir haben einen Bug gefunden und zwar durch den Bug kriegt ihr jetzt ein goldenes Herz in der oberen Leiste, das ist ziemlich cool. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es war irgendwo sinnvoll für euch und auch lustig und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ein wunderdeftiges und kräftiges Ciao!